Hallo an die Geräte zu Hause. Mein Name ist Christian Schlegel. Wir haben Montag, den 25. März und es ist 18.15 Uhr. Ich wurde gebeten, einen Film über Bayer zu machen. Bayer, das ist ein echtes Trauerspiel und das, was Sie hier vor sich sehen, ist der wöchentliche Chart, also eine Kerze, eine Woche seit 2001. Im Jahr 2003 hatten die eine richtige Tiefphase um die 10 rum. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob sie einstellig waren oder nicht. Auf jeden Fall waren sie um die 10 rum. Da haben die eine über die Jahre hinweg sehr schöne Entwicklung gemacht, bis hin zu 140. Und hier sind wir heute bei 57,59, jetzt um 18.15 Uhr. Mir geht es um diese Linie hier, die ich hier etwas schwärzer gemalt habe. Und da gehe ich auch gleich mit Ihnen rein in den Tagesschart. Nur, dass Sie sehen, woher das kommt. Wir sind auf den Kursen von 2012. Also das ist schon mehr als eine Korrektur. Das ist also schon eine ganz ordentliche Down-Bewegung. Aber dafür gibt es ja leider auch Gründe. Im Juli 2012 waren wir auf diesem Niveau das letzte Mal. Und das ist somit eine kleine Chart-Unterstützung. Es ist kleine, es ist eine Chart-Unterstützung. Wir haben diesen Bereich häufiger gesehen. Er lässt sich nicht genau auf den Cent ausmachen. Ich ziehe ihn bei rund 57,40. Jetzt gehe ich mal mit Ihnen auf den Tag. Ich habe es nur gemacht, damit Sie wissen, wo wir uns eigentlich momentan befinden. Das ist der Tag. Ich gehe mal hier ein bisschen weiter rein. Hier ist diese Linie, die ich Ihnen eben gezeigt habe. Und es ist ein echtes Trauerspiel. 200-Tage-Linie weit weg, momentan bei 75,38. Nochmal, der Kurs ist bei 57,60. Jetzt passieren hier verschiedene Dinge. Zum einen haben sich die Bollinger Bänder, das sind diese orangefarbenen Bänder hier, ganz erheblich geöffnet. Und jetzt mache ich das noch ein bisschen größer, damit Sie das besser sehen. Ich zoome es dann nachher wieder zurück. Beide Bänder gehen auf. Das ist somit das Schlimmste, was passieren kann. Das hatten wir hier auch schon. Und meine Theorie, die ich immer schon seit mehreren Jahren jetzt vertrete, ist die, erst in dem Moment, in dem das der Bewegung entgegengesetzte Band, also das obere, die Richtung ändert, erst dann ist dieser Impuls fertig. Ich sehe das noch nicht. Wenn dieses in diesem Fall obere Band dreht, heißt es also nicht, dass der Wert direkt nach oben korrigiert, sondern der kann sich auch seitwärts abbauen. Ich hatte gestern eine Analyse gemacht über The Kraft Heinz Company. Reine Seitwärtsphase nach einer ähnlichen Bewegung wie in Bayer. Jetzt kommt aber erschwerend noch mehrere Dinge dazu. Zum einen, wir handeln und schließen unterhalb des unteren Bollinger Bandes. Das ist ganz schlecht. Die gleitenden Durchschnitte, das hier ist die 10-Tage-Linie, ganz normal SMA, und das ist die 20-Tage-Linie, gehen ganz klar nach unten. Trendfolge auch negativ. Zwei negative Punkte. Das MACD ist weiter negativ, drei negative Punkte. Und die Stochastik gilt zwar als tief, mit ungefähr 4, aber nur weil ein Wert überverkauft ist, heißt das noch lange nicht, dass der steigen muss. Ja? Der nächste negative Punkt. Und jetzt will ich Ihnen das nochmal zeigen hier, von wegen mit der Unterstützung, dass wir das ein bisschen besser sehen. Die eigentliche Unterstützung liegt hier bei 46,80. Natürlich kann man sagen, dass irgendwo 50 so eine psychologische Marke ist, aber der Wert ist richtig angeschossen. Ich vermag nicht zu beurteilen, wie diese juristische Geschichte in Amerika ausgeht. Wie viele Millionen dann wem zugesprochen werden, und dann wird dann wieder vermittelt und hin und her. Ich kann das nicht sehen, ich weiß es nicht. Ja? Das wird Bayer nicht pleite machen, aber diese Geschichte ist immer noch nicht vom Tisch. Für die Leute, die vielleicht hier oben irgendwo was gekauft haben, mit der Meinung waren, naja gut, die waren 140, jetzt sind sie 95, da gehen sie auch bestimmt schon mal wieder auf 120 hoch. Es ist zu früh, meines Erachtens nach, dazu zu mischen, dazu zu kaufen. Dazu sind einfach zu viele negative Signale da. Ich würde schlicht und ergreifend warten, bis zu diesem Moment, in dem das Ding sich hier oben dreht. Dann kann man mal drüber nachdenken, ob das dann sinnvoll ist oder nicht. Das muss man wirklich genau im Auge behalten. Meistens geht dieser Dreh dann von dem entgegengesetzten Band zusammen mit einem Dreh in der Stochastik über den Oszillator. Und wenn das gleichzeitig passiert, das heißt, hier dreht es oder flacht ab, dreht ein, und wir haben hier eine Stochastik, die über den Wert von 20 geht, vielleicht noch in Verbindung mit einem MACD, dessen Histogramm kürzer werden, dann ist es ein gutes Signal.
Aber wir haben ja momentan auch das letzte Zwischentief, was wir hier hatten im Dezember letzten Jahres, das haben wir auch noch unterboten. Und das war ein gutes Volumen. Also momentan hat dieser Wert, muss man ganz klar sagen, die Seuche am Bein, wirklich positiv. Und als ausgestandene Sache ist es für mich erst hier in dem Bereich um die 73,5. Jetzt zeige ich Ihnen mal ein paar Scheine. Ich hatte gesagt, dass der eigentliche Support, die eigentliche Unterstützung ist im Bereich 46,80. Und da gucken wir jetzt mal nach, was die UniCredit hier so anbietet. Ich sage Long, ich sage zeitlich unlimitiert. Und ich gehe hier auf diesen Hebel von 5. Weil da liege ich ungefähr. 46,80 war der eigentliche Support. Deswegen finde ich diesen hier sogar schon recht schmackhaft, muss ich sagen. 46,41, das ist nur ein 5er Hebel. Das ist für mich sehr unüblich, so kleine Hebel. Aber ich muss ja auch an die Leute denken, die nicht den ganzen Tag vor dem Bildschirm sitzen. Und da wäre das diese Geschichte. Und das ist von der UniCredit der Schein mit der Wertpapierkennnummer HX5SDB. HX5SDB. So, und schauen wir mal bei den Puts. Ich bin der Meinung, man kann einen Put legen hier hinter dieses letzte Mini-Verlaufshoch. Man muss gar nicht erst bis hier oben hingehen, bis zu 73,5, sondern man kann hier was dahinter suchen. Für den Fall, dass Sie jetzt einfach die Reise weitersetzen und wirklich runtergehen bis unter die 50. Und dann böte sich meines Erachtens nach so etwas hier an. Das ist ein 71,92er. Der hat einen Hebel von lediglich 4. Und das ist von der UniCredit die Kennnummer HX8HY3. Wie gesagt, das ist ja unüblich für mich, dass ich so geringe Hebel nehme. Ich tendiere dazu, meistens größere Hebel zu nehmen, damit es ein bisschen mehr bitzelt, dass ich auch mit ein bisschen Interesse, mehr Interesse vor dem Bildschirm sitze. Aber tatsächlich ist das, was momentan aus konservativerer Sicht eher angeraten ist. Ich wünsche Ihnen ein Happy Trading. Bye, bye.